Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie geht's meiner besten GTA-Community auf ganz YouTube? Ich liebe euch und ich hoffe, ihr seid heiß auf das Video hier, denn Mr. Six hat erneut neue GTA 6 News nur für euch. Auf jeden Fall erneut interessante Äußerungen von Insidern und wir haben von Test 2 neue Informationen zu GTA 6 bekommen, die wir uns gemeinsam anschauen werden und natürlich ist eure Meinung sehr, sehr wichtig, also schreibt es mir definitiv in die Kommentare. Was aber auch sehr, sehr wichtig ist, ist GTA Online Geld in GTA 5 und wenn du Geld benötigst, dann schau bei meinem Partner JG. Geh mir vorbei. Mit meinem Code 6 bekommst du auf jeden Fall noch Rabatte. Also sichert dir sehr, sehr viel Geld in GTA Online, damit du dir alles leisten kannst. Es ist sicher für PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One X, Xbox 6X, 4X, XXXXX und so weiter und so fort. Auch für PC. Wie gesagt, schaut dort vorbei. In den Kommentaren angepinnt. Also gönnt euch was. Aber wir starten hier ganz schnell mit diesem Video hier. Natürlich wollt ihr GTA 6 News von mir bekommen und diese bekommt ihr natürlich wie gewohnt immer. Aber lasst mir mal Like da, das würde mich sehr, sehr supporten. In den GTA Foren hat Test2 etwas zu GTA 6 gesagt, dass Thema war vorher was anderes, deswegen denkt ihr nicht so, hä, was meint er hiermit, weil es ist einfach so, als würden wir quasi mitten ins Geschehen einsteigen von dem, was er hier sagt. Schauen wir uns mal sofort an, was Test2 uns mitgeteilt hat. Er schreibt, was mir am meisten Sorgen macht, ist der geplante Deadline für das nächste GTA, was vor einem Jahr Holiday 2023 war, was höchstwahrscheinlich auf 2024 verschoben werden sollte. Nichtsdestotrotz, erreichen wir dieses Jahr die finale Entwicklung, wo der Fokus erhöht wird und mehr Ressourcen für den neuen Titel verwendet werden. Kombiniert mit dem Fakt, dass Rockstar Games keine Anzeichen zeigt, dass die Entwicklung für GTA Online abnimmt mit der Ankündigung von GTA Plus. Es sei denn, wir bekommen auch Red Dead Online Plus. Genau wie Test2 es hier sagt, Rockstar Games hat geplant, eigentlich GTA 6 im Jahre 2023 zu releasen, was dann dafür gesorgt hätte eventuell, weil wir kennen alle Rockstar Games, sie verschieben immer wieder ihre Spiele auf 2024, also Frühling 2024. Und er sagt ja auch selbst, die Entwicklung befindet sich momentan im finalen Stadium. 2022 wird das finale Jahr für Rockstar Games sein, um GTA 6 zu entwickeln. Wenn das Jahr hier zu Ende ist, hat Rockstar Games quasi das Spiel zu 90% abgeschlossen. Und ich denke mal, danach werden sie sich nur noch auf Bugs fokussieren, Glitches fokussieren, die Grafik fokussieren, ja. Aber das Grundgerüst, beziehungsweise sogar mehr als das Grundgerüst, das komplette Spiel steht eigentlich schon fertig. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir dadurch dieses Jahr noch einen Trailer bekommen werden. Die Frage ist halt, wird GTA 6 im Jahre 2023 erscheinen oder eher 24, sogar vielleicht 25? Das wissen wir momentan nicht und ich denke mal, das kann man bei Rockstar Games auch nie vorhersagen, weil viele haben auch damals gesagt, ey, Rockstar Games wird auf keinen Fall GTA 6 ankündigen, bevor GTA 5 expanded und dann erschienen ist und sie haben es einfach quasi mitten im Artikel, wo sie neue Informationen zu GTA 5 preisgegeben haben, GTA 6 angekündigt. Bei Rockstar Games weiß man es nicht, bei Rockstar Games kann man es nicht vorhersehen, sie sind einfach ein Wunderpaket. Es kann sogar sein, dass sie jetzt hier im Mai, denn dort haben wir einen Quartalsbericht von Take-Two, dort werden sie quasi über die Zukunft sprechen und da ist immer die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Rockstar Games irgendwas droppt, weil kurz vor der Pressekonferenz oder danach haut Rockstar Games meistens Informationen raus zu neuen Projekten oder neuen Trailern oder sonst irgendwas und das könnte definitiv sein, dass wir jetzt im nächsten Monat schon neue Informationen zu GTA 6 hören, beziehungsweise das Take-Two etwas dazu preisgibt. Natürlich die größte Ankündigung will Rockstar Games selbst machen, aber Take-Two könnte auf jeden Fall ungefähr was sagen, wann wir es erwarten könnten. Ne? Das wird interessant auf jeden Fall zu sehen, was da im Mai auf uns zukommt und viele Insider, auch Test2, haben auch gesagt, dass dieses Jahr die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass wir endlich was zu GTA 6 hören werden und Leute, wir machen, oder ich, besser gesagt, ich verfolge schon seit 2 Jahren exzessiv, wirklich fast jeden Tag GTA 6 und endlich ist es auch soweit, dass wir endlich die Zeit erreicht haben und wir stehen so kurz davor wie noch nie. Deswegen freut euch drauf, die Zeit wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und natürlich, wie Test2 auch ja sagt, Rockstar Games, es sieht nicht so aus, als würden sie mit GTA Online
jetzt langsamer werden. Ja, auch dadurch, dass sie jetzt GTA Plus eingeführt haben. Aber warum sollten sie auch? Warum sollten sie auch langsamer werden? Ja, wenn GTA 6 erst 2024 erscheint, sind es noch dicke, fette 2 Jahre. Und dort muss RockSims immer noch gut Geld machen. Und das können sie mittlerweile nur mit GTA Online machen. Ja, deswegen denke ich auch, das ist gut so, dass RockSims da nicht langsamer wird. Weil stellt euch mal vor, wir bekommen nicht mal DLCs von Rocksteady Games in GTA Online, das wäre ja sogar noch schlimmer, auf GTA 6 zu warten. Wie sollten wir die Zeit denn sonst überbrücken? Vor allem, wir müssen auch bedenken, dass momentan sowieso die meisten Gamer keine PS5 haben und kein Xbox Series X, weil es einfach auf dem Markt sowas nicht gibt, ja. Wen soll Rocksteady Games GTA 6 verkaufen, wenn zu mehr als die Hälfte noch nicht mal die neuen Konsolen besitzen? Und GTA 6 wird nicht mehr auf der PS4 und Xbox One erscheinen, das schaffen die Konsolen einfach nicht mehr. Jason Schreier hat sich auch nochmal zu GTA 6 geäußert. Lange haben wir von ihm nichts gehört, ne? Aber Folgendes wurde da auf jeden Fall preisgegeben. Ein User hat geschrieben, dass Jason Schreier gesagt hätte, dass wir dieses Jahr einen Trailer erwarten können mit einem geplanten Release 2023 und dann wird das Spiel auf 2024 verschoben, was Testu jetzt eben auch gesagt hat. Jason Schreier verneint dies nochmal, sagt so, nein, das war nur von mir eine Einschätzung, ich erwarte gar nichts. Das ist die beste Einstellung, die man machen kann, Rocksteady Games momentan. Einfach nichts mehr zu erwarten, einfach alles auf sich zukommen lassen, denn bei Rocksteady Games kann man eh nie was voraussehen, ja, sie hauen, es könnte sogar sein, dass sie morgen schon den Trailer zu GTA 6 raushauen, das weiß man bei Rocksteady Games halt nicht, momentan kann man die nicht mehr einschätzen, sie haben sich auch mit der Zeit etwas verändert. Bin mal gespannt, wann wir die ersten Informationen zu GTA 6 hören. Auf jeden Fall schreibt mir definitiv eure Meinung in die Kommentare, was denkt ihr? Wann werden wir einen Trailer zu GTA 6 sehen? Denkt ihr, das wird dieses Jahr soweit sein, am Ende des Jahres, dass wir irgendwas hören? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare eure Vermutung, würde mich sehr interessieren. Lasst uns diskutieren und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!